Früher hat man geglaubt, Ruhestand wäre, wenn Ruhe herrscht. In den Üs steckt viel und ungenutztes Potenzial, aber es fragt sie niemand danach. Ü ist eigentlich ein Lebensgefühl. Generation Ü macht es nichts anderes, als dass wir Kundenaufgaben finden und wir suchen in der Nähe dazu passende Üs. Wir bringen die beiden in Kontakt. Es kommt nicht aufs Alter an, sondern darauf, dass man will, kann und macht. Und genau die Leute suchen wir, damit ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Meine Tätigkeit ist, Leute zu fahren. Ich fahre Menschen. Dort gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Und das macht die Sache so spannend. Ja, das Aktivsein ist für mich das Leben. Ich kann nicht inaktiv sein, das geht nicht. Und das ist aber nicht nur ein körperliches Aktivsein, sondern auch eben das geistige Aktivsein. Es war im Flieger und ich saß neben einer ehemaligen Sozialministerin und ich erzählte von einer Idee, die ich dann Generation Ü genannt habe. Und am Ende des Flugs wusste ich, stehe ich persönlich vor der Entscheidung, machst du das jetzt oder entschuldigst du dir dein ganzes Leben lang, dass du es nicht versucht hast? Zweiteres ging nicht, also habe ich es getan. Wir helfen dabei, dadurch, dass wir neue Aufgaben finden, Angebote zu machen. Und dann denkst du drüber nach und sagst, ja, könnte ich mir vorstellen, mache ich. Zum Glück habt ihr mich angesprochen. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Wenn du daran Spaß hast, wenn du Freude hast, mit anderen Menschen zusammen zu sein, ist es nie zu spät. Und wenn du aktiv bist. Deswegen, dieses Projekt hat einen unglaublichen Erfolg schon gemacht und wird es auch weitermachen. Durch ganz Deutschland. Und ich empfehle es jedem weiter. Hast auch du ein Herzensprojekt, für das du Unterstützung suchst? Dann bewirb dich bei der Mission Miteinander. Viel Erfolg! Ich werde ganz oft darauf angesprochen und jetzt danach wahrscheinlich wieder.